Nein, ist alles gut. Ich muss die Kamera noch ein bisschen justieren. Wir haben noch einen kleinen Moment Zeit. Gleich geht's dann los. Jetzt sind Sie doch im Bild. So, jetzt sieht man Sie. Jetzt sieht man nur noch Ihre Hand. Okay, alles ist gut. So, wir warten noch einen kleinen Moment. Sieht man den Chef wenigstens auch? Der guckt mir über die Schulter. Tut er wirklich. Guckt hier rechts, links über die Schulter. Guten Abend, herzlich willkommen. Sie sind genau auf die Sekunde pünktlich. Hervorragend. Ja. Ja, herzlich willkommen hier im katholischen Stadthaus in Wuppertal zu unserem Abend über biblische und apokryphe Weihnachtsgeschichten. Ich übertrage die Veranstaltung heute auch live ins Internet nach Facebook. Die sind alle nicht zu sehen, Sie brauchen sich also keine Sorgen machen. Man sieht nur mich. Sie können sich diese Veranstaltung aber hinterher im Netz eben auch nochmal angucken, entweder über meinen Facebook-Account. Oder ich baue die heute Abend, spätestens morgen, aber auch auf unserer Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de ein. Da können Sie sich die Veranstaltung also auch nochmal anschauen und das eine oder andere nachsehen. Ja, das Weihnachtsfest ist ja noch nicht so furchtbar lange her. Die Weihnachtszeit, zumindest in der römisch-katholischen Tradition, ist ja gerade erst vor 3 Tagen am letzten Sonntag mit dem Fest Taufe des Herrn zu Ende gegangen. Es lohnt sich also noch, wenn wir einen Blick auf die Weihnachtserzählungen der Bibel, speziell die Kindheitserzählungen in der Heiligen Schrift, schauen und werfen. Und es lohnt sich vor allen Dingen dann auch, mal einen Blick in die sogenannten Apokryphenschriften zu werfen. Die Apokryphenschriften, von denen ich jetzt spreche, werden in der evangelischen Tradition als Pseudepigraphien bezeichnet. Wir reden da also über dasselbe. Es sind außerbiblische Schriften, die im Kontext der biblischen Zeit, auch der neutestamentlichen Zeit, entstanden sind, die aber eben nicht in den Kanon aufgenommen wurden. Warum, komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Zuerst werden wir einen Blick in die Weihnachtsgeschichten werfen, nicht die Weihnachtsgeschichte, sondern speziell die Kindheitsgeschichten in der Bibel, im Neuen Testament. Und da sind wir im Lukas-Evangelium bzw. im Matthäus-Evangelium. Wir haben insgesamt 3 Erzählungen aus der Kindheit Jesu. Das ist einmal die sogenannte Darstellung des Herrn, wie Maria und Josef mit dem neugeborenen Jesuskind in den Tempel in Jerusalem, zum Tempel in Jerusalem gehen, um dort den neugeborenen Sohn dem Herrn zu weihen. Die finden wir bei Lukas. Dann gibt es bei Lukas eine weitere Kindheitserzählung, das ist der 12-Jährige im Tempel. Und schließlich finden wir im Matthäus-Evangelium die Erzählung der Flucht nach Ägypten, ausgelöst durch den bethlehemitischen Kindermord. Bevor wir uns diese Erzählungen anschauen, wenigstens kursorisch, denn wir wollen ja auch noch etwas Zeit für die Apokryphentexte haben, muss ich vielleicht ein Wort zu den biblischen Weihnachtsgeschichten generell sagen. Wenn wir in die Heilige Schrift des Neuen Testamentes schauen, dann ist das zentrale Ereignis, um das sich der christliche Glaube rankt, den der christliche Glaube bewegt, das zentrale Ereignis sind Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Der Apostel Paulus spricht davon im 1. Korintherbrief, dass es gerade Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi sind, auf der christliche Glaube aufbaut. Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes sagt er, wäre er nicht am Kreuz gestorben und nicht von den Toten aufgestanden, unser Glaube wäre umsonst, unsere Verkündigung sinnlos. Das ist der zentrale Punkt des christlichen Glaubens. Von dort aus werfen dann die Evangelisten auch einen Blick zurück auf das öffentliche Wirken Jesu, die Worte und Taten Jesu, die den Augen und Ohrenzeugen zu Lebzeiten Jesu vielleicht noch rätselhaft erschienen sein mögen. Und davon berichten die biblischen Texte ja, dass sie nicht alles verstanden haben, erscheinen plötzlich in einem neuen Licht. Ihnen geht im wahrsten Sinn des Wortes ein Licht auf.
De facto berichten die Synoptiker aber nur von einem einzigen Jahr des öffentlichen Wirkens Jesu. In der Tradition des Johannesevangeliums wird das auf 3 Jahre entfaltet. Es ist aber ein vergleichsweise kleiner Ausschnitt. Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes, hervorgegangen aus der theologischen Reflexion des vom Kreuzes Tod auferstandenen dieses Ereignisses, führt natürlich aber vor die Frage, wie kommt der Sohn Gottes denn zur Welt? Das ist ja eine relevante Frage. Paulus beantwortet diese Frage im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, relativ lapidar: er wurde geboren von einer Frau. Gut, damit haben wir schon mal festgestellt, er ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er ist tatsächlich wie ein Mensch zur Welt gekommen, geboren von einer Frau. Aber da muss doch noch mehr sein. Und so reflektieren Lukas und Matthäus, interessanterweise enthält das Markus-Evangelium als ältestes Evangelium eben keine Weihnachtserzählung, er beginnt mit den öffentlichen Wirken. Lukas und Matthäus reflektieren diese Frage. Es gibt keine Augen- und Ohrenzeugen, es gibt keine Berichte über die Geburt Jesu. Es scheint 2 Fakten zu geben, die feststehen, zumindest über die ein Konsens bestand. Das eine Faktum ist, er ist in Nazareth aufgewachsen, das andere Faktum ist, er ist in Bethlehem geboren worden. Weil man in Jesus Christus, dem vom Kreuzestod Auferstandenen, aber den Sohn Gottes, den von Gott verheißenen Immanuel, den Messias, erkennt, kann man natürlich in die Heilige Schrift schauen, und das war für die neutestamentlichen Schriftsteller das, was wir heute das Alte Testament nennen. Man kann natürlich in die Heilige Schrift schauen und sehen, was wird denn dort über die Ankunft des Gottessohnes gesagt. Und man rekonstruiert quasi induktiv aus den dort enthaltenen Verheißungen jetzt eine Weihnachtserzählung, oder besser gesagt 2 Weihnachtserzählungen. Denn eins fällt auf, wenn man Matthäus und Lukas gegenüberstellt. Wie gesagt, in Nazareth wächst er auf, in Bethlehem kommt er zur Welt. Ansonsten kriegen wir beide Evangelien nicht überein. Im Lukas-Evangelium ist es so, dass die Familie Jesu, Maria und Josef, offenkundig immer schon in Nazareth wohnen. Lukas muss also irgendwie zurande kommen damit, dass die nach Bethlehem kommen, damit er in Bethlehem geboren wird. Er erschafft oder berichtet quasi dann von dieser Steuerzählung, einer weltweiten Steuerzählung, von der nichts bekannt ist. Lokale Steuerzählungen oder lokale Volkszählungen sind nachgewiesen. Es ist nicht unmöglich, dass es das gegeben hat. Aber für Lukas ist das der Anlass, warum Josef sich mit Maria, mit der hochschwangeren Maria, auf den Weg nach Bethlehem macht. Im Matthäus-Evangelium ist es genau andersherum. Im Matthäus-Evangelium wohnt Josef immer schon in Bethlehem, denn er ist der, am Beginn steht ja ein Stammbaum, er ist derjenige, der aus dem Stamm Davids stammt, und jetzt muss man nach Nazareth kommen. Für Matthäus spielt da die Flucht nach Ägypten, intendiert durch den bethlehemitischen Kindermord, dann eine wesentliche Rolle. Man versteckt sich quasi im galiläischen Hinterland in Nazareth vor den Häschern des Herodes. Das heißt, wir haben also eine gegenläufige Tradition. Man merkt, die Geschichten, die dazu erzählt werden, die Narrative sind völlig unterschiedlich. Führt uns natürlich sofort für die Frage, ja, ist das denn einfach alles erfunden? Dazu möchte ich Ihnen mal ein Bild zeigen aus der relativ modernen Zeit. Wenn Sie im Internet nachgucken, Sie finden den Link für die Präsentation, da müssten Sie die eigentlich mitverfolgen können. Das ist das Bild von des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, das im Bundeskanzleramt hängt. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann werden Sie sicherlich Helmut Kohl erkennen. In noch sehr viel jüngeren Jahren. Man sieht, dass es Helmut Kohl ist. Und doch zeigt dieses Bild wesentlich mehr als Helmut Kohl. Denn was dieses Bild deutlich hervorscheinen lässt, sind der Kopf und die Hände. Dieses Bild will uns irgendwo erzählen, dass dieser Mann offenkundig ein sehr tatkräftiger, zupackender Mensch gewesen ist, der nicht lange gefackelt hat. Die deutsche Einheit kam ja auch deshalb zustande, weil er schnell reagiert hat. Und dass er mit Kopf, Herz und Hand sein Amt ausgeübt hat. Dann erzählt uns dieses Bild aber noch eine andere Geschichte, denn dieses Bild ist ja eben keine Fotografie. Wenn Sie mal auf das Jackett schauen, das nach links ja total verwischt, wo man im Hintergrund aber dann das Brandenburger Tor kennt, als Signum der deutschen Einheit. Es ist eben nicht mehr durch die Mauer, durch die Berliner Mauer verdeckt, sondern es ist jetzt zugänglich.
Nach rechts aber wird das Bild immer dunkler. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir in unserer Kultur ja gewohnt sind, von links nach rechts zu lesen, dann erzählt uns dieses Bild damit eben auch eine Geschichte. Nämlich, dass neben dieser historischen Tat Helmut Kohls für die deutsche Einheit gesorgt zu haben, rechts dann doch auch ja, dieses geheimnisumwitterte Versprechen steht, von dem man bis heute nicht weiß, wer hat denn da gespendet und all das, was danach passiert ist. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ist dieses Bild so echt oder nicht, kann man das schwer sagen. Denn dieses Bild erzählt eine Geschichte, das Bild ist so gemalt, dass es das eigentliche Wesen von Helmut Kohl durch die bloße Darstellung des Äußerlichen hindurch deutlich machen will. So einen Vorgang müssen wir uns bei der Rekonstruktion der Weihnachtserzählungen von Lukas und Matthäus auch vorstellen. Das primäre Interesse der beiden war jetzt nicht, einen historisch detaillierten Bericht abzuliefern, sondern die Frage zu beantworten, wie kann es sein, dass in diesem Menschen Jesus Gott selbst ganz und gar da war. Und sie greifen quasi zu ihrem Pinsel und zu ihrer Farbe, das sind eben die messianischen Verheißungen des Alten Testamentes. Das heißt, sie schaffen eine Geschichte, ein Narrativ, von dem jedem der damaligen Hörer wahrscheinlich klar war, hier wird jetzt nicht genau Historisches berichtet, sondern hier versucht man das innere Wesen Jesus des Christus eben in der Geburtserzählung oder den Geburtserzählungen zu fassen. Wenn wir mal auf unser eigenes Leben schauen, machen wir das ja eigentlich so ähnlich. Wenn wir die Heldentaten unserer Großeltern erzählen, dann sind die immer in unseren Erzählungen und Erinnerungen großartiger, als sie wahrscheinlich historisch, faktisch waren. Und trotzdem ist es richtig und gut so, dass wir da ein bisschen übertreiben, dass wir es ausschmücken, weil gerade in dieser Ausschmückung das eigentliche Wesen dessen, was Opa und Oma geleistet haben, so richtig und wirklich zum Vorschein kommt. In diesem Sinne sind also die beiden Weihnachtserzählungen bei Lukas und Matthäus sicher nicht historisch exakt zu deuten, auch wenn sie diesen historischen Kern eben haben. Sie sind aber dahin zu lesen, dass sie das innere Wesen Jesu erfassen wollen. Und das spielt eben auch bei den Kindheitserzählungen eine Rolle. Denn bei Lukas heißt es, nachdem er die Geburt zu Bethlehem und die Verehrung des Neugeborenen durch die Hirten auf dem Felde beschrieben hat, dass man nach 8 Tagen zum Tempel in Jerusalem ging, wie es das Gesetz vorgeschrieben hat. Ich lese vor, nach der, jetzt muss man mittlerweile sagen, alten Einheitsübersetzung, und zwar Lukas 2, 21 bis 40. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du es gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher.
Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Zwei Sachen vorweg. Wir Heutigen lesen die Evangelien in Abschnitten und manchmal die Abschnitte sogar durcheinander, sodass wir die innere Dramaturgie eines solchen Textes gar nicht mehr erfassen. Ein Evangelium ist aber nicht dafür geschrieben worden, dass man so abschnittweise wahrnimmt, wie wir das heute tun, sondern eigentlich ist es ja ein Text aus einem Guss, der eine innere Dramaturgie hat. Die Texte, die wir hier finden, befinden sich am Anfang des Evangeliums. Und hier wird quasi das Verständnis grundgelegt, mit dem das gesamte weitere Evangelium gelesen wird. Das ist das eine. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das zweite ist, natürlich haben Lukas und gleich auch Matthäus ihre Texte nicht für uns heute im Jahr 2017 in Wuppertal geschrieben, sondern für eine Erstadressatengemeinde, die sie persönlich kannten. Im Falle des Lukas ist es eine heidenchristliche Gemeinde. Die Auseinandersetzung zwischen Heiden und Judenchristen war noch in vollem Gang. Die Frage, welche Bedeutung hat die Tora, müssen Christen die Tora halten oder nicht, war noch virulent. Die Heidenchristen, also die Christen, die nicht Juden waren, mögen sich vielleicht noch wie Christen zweiter Klasse gefühlt haben. Denn so einen latenten Minderwertigkeitskomplex kann man immer wieder in den Texten entdecken. Man gehörte eben nicht von Geburt an dem auserwählten Volk Gottes an. Man ist hinzugekommen, um es mit Paulus zu sagen, man ist der Ölzweig, der auf den Ölbaum aufgepfropft war, der diese Wurzel brauchte. Wir finden das im Lukas-Evangelium sehr häufig, dass er dieses Heidenchristentum stärkt in seinem Selbstbewusstsein. Er schreibt jetzt aber gerade hier am Beginn der Geschichte, dass dieser Jesus oder mit diesem Jesus alles getan wird, was das Gesetz erfordert. Die Christen stehen zwar nicht unter dem Gesetz, aber sie stehen auch nicht gegen dem Gesetz. Was für Christen wichtig ist, ist, die Tora, die 5 Bücher Mose, haben ihre Gültigkeit nicht verloren. Für Christen ist nur klar, man kommt nicht durch die Erfüllung der Tora in die Gerechtigkeit Gottes hinein, sondern durch den Glauben an sich. Der Glaube genügt, um vor Gott schon gerecht zu sein. Dass der Glaube dann auch Taten braucht, ist dann wieder eine andere Frage. Das ist das, was bei Lukas hier wichtig erscheint und ihm wichtig erscheint, dass er betont, die Eltern Jesu erfüllen das Gesetz. Es geht nicht darum, gegen das Gesetz zu handeln, sondern das Gesetz zu erfüllen. Deshalb gehen sie am 8. Tag nach der Geburt in den Tempel, um das Kind beschneiden zu lassen. Er ist offenkundig der Erstgeborene. Denn nach einer Weisung in der Tora soll der Erstgeborene Gott geweiht werden. Also ein wichtiger Hinweis, dass Jesus der Erstgeborene ist, der hier Gott geweiht werden soll. Und dafür bringen sie das vorgeschriebene Opfer dar. Lukas beschreibt es, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Das ist das Opfer, das die Armen dazu bringen hatten. Das ist das, was die sich leisten können. Und genau das tun Maria und Josef hier. Damit wäre die Geschichte eigentlich schon zu Ende, wenn dann nicht 2 hochbetagte Personen, ein Mann namens Simeon und eine Frau namens Hanna wären, die offenkundig sich im Tempel aufgehalten haben, nicht nur um den Tag dort generell zu verbringen, sondern wenigstens der Simeon scheint eine Ahnung, eine Verheißung in sich getragen zu haben, denn er preist ja die Ankunft der Familie Jesu mit dem Neugeborenen mit den Worten, nun lässt du Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Es scheint also gerade so,
dass diese Sehnsucht, den Messias zu sehen, diesen Simeon noch am Leben gehalten hat. Er wollte nicht sterben, bevor er das Heil der Welt gesehen hat. Und hier kommt etwas Entscheidendes hinein. Es ist Herrlichkeit für sein Volk Israel, aber eben auch ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Ein ganz wichtiger Hinweis. In diesem Jesus von Nazareth erfüllt sich die alte messianische Verheißung, dass am Ende der Zeiten nicht nur das Volk Israel zum Zion kommt, um dort Gott zu verehren, sondern alle Völker. Der eine Gott, Adonai, der eine Gott wird in aller Welt verehrt werden und diese Zeit beginnt jetzt mit der Ankunft des Sohnes Gottes im Tempel. Gleichwohl ist diese Geschichte alles andere als romantisch, denn der greise Simeon verheißt der Maria ja, dass sie durchaus auch Schmerzen erleiden wird. Ein Schwert wird durch ihre Seele dringen. Es ist quasi schon so eine Vorausschau auf das Schicksal des Neugeborenen, der da in den Tempel kommt. Bei aller weihnachtlichen Romantik, die dieses Fest so umstrahlt, wird eigentlich, darf man nie vergessen, das ist ein Leben, das am Kreuz enden wird, um dann in der Auferstehung in ein neues Dasein, in eine neue Wirklichkeit hinein überführt zu werden. Bei sehr, sehr vielen Krippendarstellungen findet man deshalb oft ein Kreuz in der Nähe der Krippe. Oder wenn man durch ein Fenster schaut, sieht man auf einen Hügel, der dann sich als Golgatha entpuppt, wo drei Kreuze draufstehen. Also in sehr, sehr vielen gerade mittelalterlichen Krippendarstellungen ist diese Gegebenheit des Todes selbst in der Krippenszene schon da, weil das fundamentale Datum, das fundamentale Ereignis, auf dem der christliche Glaube eben aufbaut und aufruht, die Initialzündung schlechthin, Kreuzestod und Auferstehung Jesu sind. Die deutet Lukas also hier bereits in dieser wichtigen Szene an, um dann einen Zeitsprung von 12 Jahren zu machen und nach 12 Jahren kommt der dann nicht mehr Neugeborene, sondern der mittlerweile etwas größer gewordene Jesus erneut mit seinen Eltern zum Tempel. Offenkundig macht er jetzt seine erste Jerusalem-Wallfahrt mit, von Nazareth nach Jerusalem, und da trägt sich Folgendes zu. Lukas 2, Vers 41 bis 52. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen, und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich vor Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Bei näherer Betrachtung eine bemerkenswerte wie merkwürdige Erzählung. Maria und Josef, so heißt es, zogen, wie es dem Festbrauch entsprach, jedes Jahr nach Jerusalem, wenn Pascha war. Das Pascha-Fest ist ein klassisches Wallfahrtsfest und man zog halt dann nach Jerusalem, um im Tempel das Pascha-Fest zu feiern. Die beiden haben das also öfter gemacht. Im Alter von 12 Jahren nimmt man Jesus zum ersten Mal mit nach Jerusalem. Das ist auch ein bemerkenswertes Alter, denn heute feiert ein jüdischer Junge mit 13 sein Bar Mitzwa fest, ein Mädchen mit 12 Jahren. Das heißt, er wird quasi religionsmündig, mit dem Bar Mitzwa fest ist verbunden, dass er aus der Tora vorlesen kann und so weiter.
Man kann den heutigen Brauch zwar nicht eins zu eins in die damalige Zeit übertragen, aber hier wird doch deutlich, dass Jesus im Alter von 12 Jahren bei seiner ersten Jerusalem-Wallfahrt etwas mehr als Außergewöhnliches vollbringt. Denn bei Mitzwa heute heißt ja auch immer, man liest aus der Tora vor und der Junge hält dann quasi seine erste Predigt in der Synagoge. Der 12-jährige Jesus, der also jünger ist als ein Junge, der heute bei Mitzwa feiert, wird schon zum Lehrer der Lehrer. Es ist also etwas Außergewöhnliches um ihn. Dann passiert noch etwas, der geht verloren. Der ist quasi im Tempel versackt, wenn man so machen möchte. Das ist eine Geschichte, die durchaus auch mit Humor erzählt ist. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass Maria und Josef sich auf die Heimreise machen und die kümmern sich offenkundig gar nicht darum, wo der ist. Müssen Sie sich mal vorstellen. Der kleine Jesus möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden und die holen den nicht. Die gehen einfach los, weil er denkt, der wird schon bei den Verwandten sein. Würde heute niemand machen, man würde doch erstmal gucken, wo sind die überhaupt? Und irgendwann stellen die fest, nach einer Tagesreise, der ist gar nicht da. Also müssen sie zurück und müssen ihn 3 Tage lang noch suchen. Was muss da in denen vorgegangen sein? Welche Panik? Jesus scheint sich die ganze Zeit im Tempel aufgehalten zu haben. Man merkt also schon, dass um diesen Jesus herum, zumindest in der Diktion des Lukas, etwas Besonderes sein muss. Aber es ist eine Geschichte, die eben auch, wenn man ganz ehrlich ist, durchaus mit einer Prise Humor erzählt ist. Achten wir einmal darauf, was die Maria, was seine Eltern ihm sagen. Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. In der Rede der Maria wird Josef als Vater vorgestellt. Lassen wir diese ganze Diskussion um Ziehvater, Adoptivvater, ja oder nein, weg. Josef hat an Vaters Statt so oder so gehandelt. Dein Vater und ich haben dich gesucht. Klassischer Vorwurf den Eltern, ihren Kindern, wenn sie nicht rechtzeitig nach Hause kommen, halt machen. Antwort Jesu, wieso habt ihr mich gesucht? Warum? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Im Worte Jesu wird die Vaterschaft des Josef radikal in Frage gestellt, denn er befindet sich ja jetzt im Hause Gottes. Er ist sein Vater. Da steckt schon ein Hinweis auf seine besondere Mission drin. Das ist also eine Erzählung, die im Lukas-Evangelium den Block der Weihnachtserzählung der Kindheitsgeschichten abschließt mit einem deutlichen Verweis auf das, was vorausläuft. Danach kommt dann die Taufperikope. Johannes der Täufer tritt auf, wir überspringen mal locker 18 Jahre. Der Text beinhaltet aber noch einen interessanten Hinweis, den man sehr leicht überlesen kann. Was danach kommt, schildert das letzte Jahr im Leben Jesu. Wir erfahren aber gerade, dass Maria und Josef jedes Jahr nach Jerusalem gewallfahrtet sind. Um von Nazareth nach Jerusalem zu kommen, muss man entweder, wenn man den geraden Weg geht, durch Samarien durch, das ist feines Land gewesen, oder man geht durchs Ostjordanland über Jericho und dann den Berg hinauf, ist ein paar Tagesmärsche länger. Man muss also irgendwo übernachten. Wenn man jedes Jahr irgendwo herzieht, dann kennt man seine Übernachtungsmöglichkeiten. Man weiß, wo man am nächsten Tag einkehrt. Und Jesus erfährt hier zum ersten Mal von diesem Wallfahrtsnetzwerk seiner Eltern. Und es ist davon auszugehen, dass er dieses Netzwerk in seinen erwachsenen Jahren selbst genutzt und ausgebaut hat. Martha und Maria von Bethanien werden dazu gehört haben. In Jericho wird er Anlaufstellen gehabt haben und auch andernorts. Wenn er also davon redet, wenn er seine 72 Jünger ausschickt, und sagt, nehmt nichts mit, sorgt euch nicht, wo ihr heute schlafen werdet und sorgt euch nicht, was ihr essen werdet, dann ist das nicht ein Aufruf zur völligen Sorg- und Planlosigkeit, sondern es gibt eine Verlässlichkeit, weil die, die in der Solidarität Jesu stehen, auf ein festes Netzwerk vertrauen können. Das ist ein Gedanke, der hier in diesem Text bei Lukas zart anklingt. In jedem Fall legt uns Lukas eine Spur, das Christentum, auch das Heidenchristentum, und wir alle, die wir hier in diesem Raum sitzen, sind ja keine Juden, sprich Heiden, wir sind Heidenchristen, ist nicht einfach vom Judenchristentum getrennt. Es gehört dazu, die Tora behält ihre Gültigkeit, auch wenn sie für uns Heidenchristen nicht das allein seligmachende Mittel ist, um in die Gerechtigkeit Gottes zu gelangen. Werfen wir einen Blick in die Kindheitserzählung des Matthäusevangeliums. Die ist für uns am heutigen Abend insofern besonders wichtig, als dass die eine eigene Wirkungsgeschichte entfaltet hat, wie wir gleich in den Apokryphen-Evangelien sehen werden.
Das Matthäusevangelium hat, wie gesagt, eine ganz andere Dramaturgie und Dynamik. Josef und Maria befinden sich immer schon in Bethlehem. Sie müssen auch gar keine Herberge da suchen. Sie haben ja ein Haus und in diesem Haus ereignet sich auch die Geburt. Dann kommt es zur Huldigung der Sterndeuter. Herodes der Große erfährt durch die Sterndeuter, dass da ein neugeborener König sein soll. Er kann das natürlich nicht dulden, dass da ein Konkurrent heranreift und er möchte dieses Kind beseitigen. Er bittet deshalb die Sterndeuter bekanntermaßen um den heißen Tipp, wo sich denn dieser neugeborene König befände. Die Sterndeuter aber werden auf Weisung des Engels nach Hause geschickt, sodass Herodes nichts erfährt, wo es ist. Aber er ist natürlich nicht zufrieden. Und deswegen kommt es zu folgendem Ereignis. Ich lese das jetzt in einem gesamten Block vor. Wir sind im Matthäusevangelium Kapitel 2, die Verse 13 bis 23. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist: Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazoräer genannt werden. An diesen Textabschnitten können Sie sehr schön die Verfahrensweise des Evangelisten Matthäus erkennen. Natürlich ist sein primäres Interesse nicht genau die historischen Ereignisse nachzubilden. Von einem solchen Massaker in Bethlehem erfahren wir außer bei Matthäus nichts. Andere, auch jüdische Historienschreiber wie Flavius Josephus und so weiter, erwähnen nichts dergleichen. Eine solche Untat eines Herodes wäre aber mit Sicherheit in diesem Umfang erwähnt worden. Gleichwohl ist Herodes alles andere als ein harmloser Herrscher gewesen. Er hat seine eigenen Söhne um die Ecke gebracht, um seine Macht zu sichern. Also er war in gewisser Weise schon ein Kindsmörder, wenn er seine eigenen Söhne da hinrichten lässt und aus dem Weg räumen lässt. Ihm wäre eine solche Tat durchaus zuzutrauen gewesen. Das ist also nicht in diesem Sinne an den Haaren herbeigezogen. Es dient aber hier doch einer ganz anderen Diktion, denn Matthäus begründet das ja mit einem Zitat aus dem Buch des Propheten Jeremia: Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen, Rahel weint um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin. Vor allen Dingen gibt Matthäus uns aber selbst den Hinweis, worum es ihm geht, wenn er ein weiteres Prophetenzitat beibringt, nämlich aus dem Buch des Propheten Hosea, womit er begründet, warum Jesus jetzt ausgerechnet aus Ägypten kommen soll. Denn bei Hosea heißt es: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist rein historisch gesehen ein Hinweis auf den Exodus des Volkes Israel aus Ägypten. Wenn Matthäus das jetzt hier, und Matthäus schreibt für eine eher judenchristliche Gemeinde, die also mit diesen Dingen nochmal ganz anders umgehen als eine heidenchristlich geprägte Gemeinde, für die Lukas schreibt, wenn Matthäus hier drauf verweist, dann stellt er Jesus als neuen Mose vor. Der Text dient primär dazu zu sagen: Hier kommt der neue Mose. Mose ist aber die prägende Figur, die
dann auch mit der Landnahme, die Mose ja selber nicht erlebt hat, verbunden ist, die mit der Geschichte, mit dem Urereignis des Volkes Israel im Exodus verbunden ist. Und wenn hier Jesus als der neue Mose vorgestellt wird, dann gibt Matthäus seinen Lesern damit ein eindeutiges Zeichen: Jetzt beginnt etwas völlig Neues im Auftrag des Herrn. Es beginnt der neue Exodus. Es beginnt eine neue Identität, die nicht einfach von der alten abgekoppelt ist. Denn auch dieser wird aus Ägypten gerufen. Die Geschichte wiederholt sich. Sie vergegenwärtigt sich in einer völlig neuen Weise. Und so verbirgt sich Jesus dann mit seiner Familie in Nazareth, weil natürlich verkündet worden sei, er wird Nazuräer genannt werden. Das ist streng genommen kein Wort aus den Propheten, wie Matthäus uns hier glauben machen will, sondern ein Hinweis, den es im Buch der Richter gibt. Da sind es streng genommen auch nicht die Nazuräer, sondern die Naziräer. Die Naziräer, das war eine Frömmigkeitsbewegung, die Tora in einer besonderen Weise achteten. Der berühmte Simson war ein Naziräer, der sich seine Haare nicht geschnitten hatte. Wenn Sie auf mich gucken, ich komme einem Naziräer jetzt nicht so nah, ich habe die Haare dafür viel zu kurz. Er wird Nazuräer genannt werden, denn auf dem Kreuzesschild wird ja einmal stehen, Jesus Christus, der Nazarener, König der Juden. Jesus, der Nazaräer, König der Juden, Inri abgekürzt. Das heißt, der Matthäus deutet auch hier auf seine Weise voraus, auf das Schicksal, dass diesem Jesus von Nazareth einmal drohen wird. Und auch bei ihm ist dieses Schicksal des Kindes am Anfang wenig romantisch. Also, o du Fröhliche, Engel auf den Feldern singen, Klingglöckchen, Klingeling, das ist was für die heilige Nacht, die offenkundig so still dann auch nicht war. Denn wenn man sich das alles anguckt, da kommen Hirten von den Feldern, Könige stürzen herein. Ob diese Nacht wirklich so still war und ob der Knabe, der holde Knabe mit lockigem Haar, da holdselig lächelnd, oh wie lacht, heißt es ja, in der Krippe gelegen hat, da habe ich persönlich doch so meine Zweifel dran. Denn beide Weihnachtserzählungen, sowohl die matthäische wie die lukanische, sind alles andere als romantisch, sondern sie stehen unter dem Eindruck, hier kommt ein Sohn Gottes zur Welt, der sein Leben am Kreuz aushauchen wird, um dann von den Toten aufzuerstehen. Beide Weihnachtserzählungen machen also deutlich, sie bilden Narrative, mit denen man das Wesen Jesu fassen will. Wie spricht man denn über Gott? Was können wir überhaupt über Gott sagen? Wir können ihn ja nicht auf den Tisch setzen und sagen, so sieht er aus. Wir können uns ihm nur mit Zaudern und Zagen nahen. Wir können mit Metaphern und Vergleichen versuchen, darüber zu sprechen, wer Gott ist. Jesus macht es ja selbst in den Gleichnissen. Und jetzt auch dieses innere Wesen Jesu als des Sohnes Gottes, des menschgewordenen Wortes Gottes zu fassen. Dafür greifen die beiden Evangelisten eben auf die prophetische Tradition zurück, die offenkundig den damaligen Ersthörern und Leserinnen so bekannt war, dass sie die sofort entschlüsseln könnten. Vielleicht haben wir heutigen einfach auch das Problem, dass uns die immanenten Kenntnisse um diese Schriften fehlen. Wir lesen vielleicht zu wenig in der Bibel, um es sofort entschlüsseln zu können, so wie wir vorhin bei dem Bild von Helmut Kohn sofort das Brandenburger Tor da entdecken, damit wir tatsächlich einen entsprechenden Zugang zu diesen Erzählungen haben. Jetzt haben wir zwar bei Matthäus und bei Lukas schon ein wenig aus der Kindheit Jesu erfahren, sowohl die Flucht nach Ägypten wie bei Jesus die Darstellung im Tempel, betrifft aber den doch sehr neugeborenen Jesus. Bei Lukas gibt es dann schon einen Bruch von 12 Jahren zum 12-Jährigen im Tempel. Und dann gibt es ja bei beiden den großen Bruch hin zum Erwachsenen Jesus. Jetzt möchte man doch aber eigentlich doch sehr, 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 sehr gerne wissen, was so ein Sohn Gottes als Kind so treibt. Das beflügelt doch die Fantasie. Und so ist das mit uns Menschen, dass wir mit solchen Dingen doch sehr unzufrieden sind. Und natürlich kann man sich jetzt da sehr schöne Geschichten erzählen. Und wenn wir uns mal in das erste und zweite nachchristliche Jahrhundert begeben, wo es noch keine sogenannten sozialen Medien gab, es gab noch keine X-Programme im Fernsehen, wenn die Sonne unterging, dann hatte man keinen Lichtschalter, wo man das Licht anmachen konnte. Es war tatsächlich dunkel und man saß vielleicht am Lagerfeuer zusammen, musste den Abend herumbringen und man kann sich sehr gut vorstellen, dass da die eine oder andere Geschichte erzählt wurde. Unter Christgläubigen sicherlich auch sehr interessante und sehr schön ausgeschmückte Geschichten,
über diesen neugeborenen Gottessohn. Jedem wird klar gewesen sein, dass auch diese Geschichten doch arg fantastisch sind, zu fantastisch, um sich tatsächlich so ereignet haben zu können. Aber sie sind in einer gewissen Weise erbaulich und ähnlich wie wir Geschichten erzählen, haben sie dann doch auch wieder einen Wahrheitsanspruch, der sich nicht auf der Oberfläche der Texte so, nicht anders muss es passiert sein, bewegt, sondern in der Tiefe. Wir werden gleich eine Textstelle aus dem Kindheitsevangelium des Thomas hören, wo man merkt, so ist es mit Sicherheit nicht passiert. Aber da ist doch so ein neugeborener Gottessohn, wahrer Mensch und wahrer Gott, wie man im 4. Jahrhundert sagen würde, der doch als Menschenkind mit seinen göttlichen Vollmachten erstmal umgehen lernen muss. Wir befinden uns also jetzt im Bereich der sogenannten Apokryphen-Evangelien. Wie gesagt, die evangelische Tradition spricht hier von Pseudepigraphien. Wenn Sie heute tagesaktuell, aber in die Presselandschaft gucken, dann werden Sie immer wieder, gerade zu Ostern oder zu Weihnachten, die sensationelle Entdeckung von solchen geheimen und verborgenen Schriften finden, wenn man da wieder was im Nahen Osten aus der Wüste ausgegraben hat. Und immer wieder steht natürlich der Vatikan, der Petersdom, kurz vor dem Zusammenbruch, weil alles neu geschrieben werden muss. Von dem hier, von der Bibel, wird nichts neu geschrieben. Da steht alles so drin. Was wir höchstens sagen müssen, wir haben tatsächlich wieder einen Text gefunden, der ein Mosaiksteinchen darstellt, mit dem wir diese frühchristliche Zeit etwas besser fassen und verstehen können, wie man damals gedacht hat, wie man gerungen hat und wie man gestritten hat. Was unterscheidet einen apokryphen, sogenannten apokryphen Text von einem Text, der hier aufgenommen worden ist, von einem sogenannten kanonischen Text? Der Kanon der Bibel, speziell der Kanon des Neuen Testamentes, ist nie von einer Person per Ordo de Mufti festgelegt worden. Der Kanon des Neuen Testamentes, diese 27 Schriften, die wir darin haben, sind quasi das Produkt oder das Ergebnis eines Konsensprozesses, der sich über nahezu 4 Jahrhunderte hingezogen hat. Wir finden sehr früh schon eine Sammlung der 7 uns bekannten Paulusbriefe. Auch das sogenannte 4-Evangelienwerk, die 4 kanonischen Evangelien, findet man relativ früh als Sammlungen. Wir finden aber in den frühchristlichen Schriften immer wieder Hinweise, lest dieses im Gottesdienst, lest jenes im Gottesdienst, bisweilen sogar manche Schriften, die wir heute nicht mehr in der Bibel haben, sondern in den sogenannten Apokryphen finden können. Der Kanon ist dann Mitte, Ende des 4. Jahrhunderts abgeschlossen. Und der Kanon bildet die Schriften, von denen man im 4. Jahrhundert quasi gesagt hat, darauf hat sich die gesamte Kirche in ihrer Gesamtheit geeinigt, das sind die Texte, die in ihrem im gottesdienstlichen Vollzug beheimatet sind. Aber selbst dieser neutestamentliche Kanon ist damit noch nicht abgeschlossen. Denn eine römisch-katholische Bibelausgabe hat eine andere Reihenfolge im Neuen Testament als eine Bibelausgabe etwa der evangelischen Kirchen. Da stehen der Hebräerbrief und der Jakobusbrief an einer ganz anderen Stelle als an einer römisch-katholischen Ausgabe. Die stehen da vor der Offenbarung ganz am Ende der Schriften, weil Martin Luther so ein bisschen Probleme mit dem Verständnis hatte, aufgrund seines Verständnisses der Rechtfertigungslehre. Also auch daran sehen Sie, da war auch noch Bewegung drin. Die anderen Schriften, die sogenannten Apokryphenschriften, sind irgendwann in diesem Prozess als nicht weltweit anerkannt, weltweit heißt die damals bekannte Welt wohlgemerkt, als nicht weltweit anerkannt ausgeschieden worden. Sie hatten vielleicht nur eine regionale Verbreitung gefunden. Oder man ist in diesem jahrhundertelangen Prozess der Konsensfindung zu dem Ergebnis gekommen, dass hier eine Irrlehre, etwa der Gnosis gehuldigt würde, dass sie eben nicht in den Orthodoxen, in die Orthodoxie, die Rechtgläubigkeit des christlichen Glaubens hineingehörten. Oder sie sind, wie wir das gleich in einigen Beispielen auch sehen werden, dann doch so haarsträubend skurril, dass man sich sehr gut vorstellen kann, wie man sich Schenkel klopft und solche Geschichten auf einem orientalischen Bazar oder an einem Beduinenlagerfeuer erzählt hat. Aber kein Mensch wäre auf die Idee gekommen zu sagen, das ist jetzt tatsächlich authentisches Wort Gottes. Gleichwohl sind diese Geschichten äußerst wertvoll, gerade für die, in diesem Fall, neutestamentliche Exegese, weil sie doch ein Licht auf das werfen, was im biblischen Umfeld so gedacht und erzählt wurde, welche Dinge im Umlauf waren. Sie werfen einen Blick auf die Zeit, sodass man sagen kann,
die sind nicht verborgen, sie sind auch nicht geheim, niemand versteckt sie, sie sind greifbar, etwa in einer solchen wissenschaftlichen Ausgabe, das ist der sogenannte Schneemelcher, der liegt in 2 Bänden vor, können Sie in jeder Buchhandlung kaufen. Diese wissenschaftliche Ausgabe ist jetzt vielleicht nicht so preiswert, aber sie ist jedem zugänglich und sie wird sogar erweitert. Wenn man neue Schriften findet, dann werden die auch hier erschlossen. Also es braucht sich niemand Sorgen machen, dass die Kirche etwas verheimlichen würde. Das hier ist sogar offiziell im Moor-Siebeck Verlag von Theologen herausgegeben worden. Also die Angst, die kann man auch Spiegel, Stern, Fokus und wie sie alle heißen, nehmen. Da ist der Vater, da ist der Wunsch eher der Vater des Gedankens verlangen, vor allen Dingen der Wunsch nach einer Steigerung der Auflagenstärke. Wir finden unter diesen Texten eine Reihe von sogenannten Evangelien. Als Evangelium bezeichnen wir einen Text, der sich mit der Lebensgeschichte Jesu befasst, der also auch einen bestimmten Erzählduktus hat. Es ist aber schon etwas Bemerkenswertes, denn bei den Evangelien, den 4 Evangelien, die wir in der Bibel stehen haben, ist das zentrale Datum eben Kreuzestod und Auferstehung Jesu und dann die Geschichte, wie es dazu kam. Man bezeichnet diese 4 Evangelien in der Heiligen Schrift deshalb auch als nicht selten als Passionserzählung mit ausführlicher Einleitung. Bei den sogenannten apokryphen Evangelien fällt auf, dass das entweder Evangelien sind, die sich mit den Ereignissen nach der Auferstehung Jesu befassen oder mit seiner Kindheit. Diese Verbindung, im Mittelpunkt steht die Passionserzählung, die Vorgeschichte wird erzählt, finden wir bei den apokryphen Evangelien gerade nicht. Da haben wir also gerade, was die Evangelienliteratur angeht, schon wieder einen Hinweis, warum die nicht in der Bibel aufgenommen worden sind. In der Bibel stehen die 4 Evangelien drin, in deren Mitte Kreuzestod und Auferstehung stehen und dann die Vorgeschichte, wie es dazu kam. Das ist bei den Evangelien anders. Aber ich bin ein großer Freund der apokryphen Kindheitsevangelien, die ich wirklich jedem nur empfehlen kann, sie mit großem Gewinn und großer Freude zu lesen und die sich anzutun. Bevor wir in die Kindheitsgeschichten Jesu hineinschauen, möchte ich mit Ihnen aber einen Text betrachten, der als Proto-Evangelium oder Proto-Evangelium des Jakobus bekannt ist. Das Proto-Evangelium des Jakobus ist etwas ganz Besonderes, das heißt deswegen Proto-Evangelium, weil es die Vorgeschichte vor der Geburt Jesu erzählt. Bevor der also überhaupt als Kind zur Welt kommt, muss man sich ja fragen, der Lukas erzählt da etwas von der Engel sei zu Maria gekommen, die Macht des Höchsten würde ihn überschatten und so weiter. Und dann stellt sich doch die Frage, wieso ausgerechnet Maria? Wieso? Wie kam es dazu? Und der Autor des Proto-Evangeliums Jakobus hat ein ganzes Evangelium nur über die Gottesgebärerin geschrieben. Und zwar angefangen von ihrer Empfängnis. Ein Fest, das im katholischen Raum ja sehr bekannt ist, Maria-Empfängnis. Und was zu diesem zu sagen gibt, ist, da spielt übrigens das Proto-Evangelium eine gewisse Rolle, weil für eine Dogmatisierung im katholischen Bereich unter anderem nachgewiesen werden muss, dass es zu allen Zeiten überall geglaubt worden ist. Dieser Text stammt vom Anfang des 2. Jahrhunderts und hier wird beschrieben, wie sich die unbefleckte Empfängnis Mariens eben ereignet hat. Historisch hin, historisch her, wunderbare Geschichte, die sie, wie wir gleich sehen werden, auch in der bildenden Kunst sehr ausgeprägt hat. Wie wir überhaupt gleich diverse Kunstwerke aus dem Mittelalter und aus der Liedtradition sehen werden, die zeigen, die waren nie geheim und verborgen. Die haben einen hohen Wirkungsgrad in der kirchlichen Tradition entfaltet. Aus dem Proto-Evangelium des Jakobus möchte ich Ihnen den kleinen Absatz über die Empfängnis Marias erzählen, den ich hier überschreibe mit Küssen macht schwanger. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihr, der Mutter Mariens, Anna, und sprach, Anna, Anna, der Herr hat deine Bitte erhört. Du wirst empfangen und gebären und deine Nachkommenschaft wird in der ganzen Welt genannt werden. Da sprach Anna, so wahr der Herr mein Gott lebt, wenn ich gebären werde, sei es ein Knabe oder ein Mädchen, so will ich es dem Herrn, meinem Gott, als Opfergabe darbringen und es soll ihm Dienste verrichten alle Tage seines Lebens. Und siehe, da kamen 2 Boten und sprachen zu ihr, siehe, Joachim, dein Mann, kommt mit seinen Herden, denn ein Engel des Herrn ist zu ihm herabgestiegen und hat ihm gesagt, Joachim, Joachim, Gott der Herr hat deine Bitte erhört, ziehe hinab, siehe, Anna, dein Weib, hat in ihrem Leib empfangen.
Und Joachim zog sogleich hinab und rief seine Hirten und sprach zu ihnen, bringet mir 10 Lämmer herbei, ohne Fehl und Makel, und die 10 Lämmer sollen dem Herrn, meinem Gott, gehören. Und bring mir 12 zarte Kälber, und die 12 Kälber sind für die Priester und Ältesten, und 100 Böcke, und die 100 Böcke sollen für das ganze Volk sein. Und siehe, da kam Joachim mit seinen Herden, und Anna stand unter der Türe, und sie sah Joachim kommen, lief alsbald herbei, fiel ihm um den Hals und sprach, jetzt weiß ich, dass Gott der Herr mich reich gesegnet hat. Denn siehe, die Witwe ist nicht mehr Witwe, und ich, die Kinderlose, habe in meinem Leib empfangen, andere Übersetzung wäre, werde in meinem Leib empfangen. Und Joachim ruhte am ersten Tage in seinem Hause aus. Klassischer Topos, den wir in der Bibel, im Alten Testament häufig haben, ein hochbetagtes, aber kinderloses Paar sehnt sich noch nach Nachkommenschaft, biologisch nahezu unmöglich, weil die Frau eigentlich die Menopause längst hinter sich hat. Auf göttliches Wirken hin stellt sich dann doch aber doch eben eine Schwangerschaft ein. Und hier wird in einer wunderbaren Weise erzählt, wie Anna und Joachim zusammenkommen. Eine wunderbare Szene, die wir in der bildenden Kunst etwa so haben. Sie sehen hier die goldene Pforte, das Osttor Jerusalems, durch das traditionell der Messias hindurchschreiten soll. Das Bild stellt sich also vor, dass quasi die Zeugung der Maria, die Empfängnis, unter dieser Pforte stattgefunden hat. Und natürlich auf eine außergewöhnliche Art und Weise, denn Joachim und Anna fallen sich in die Arme und hier auf diesem Bild kann man es sehen, küssen sich. Küssen macht eben schwanger. Das ist eine unbefleckte Empfängnis. Natürlich ist etwas Besonderes um diese Maria, die zur Gottesgebärerin werden soll. Sie kann nicht den einfach normalen Weg gehen. Von Anfang an ist sie ausersehen. Das spiegelt sich schon in der Empfängnisgeschichte der Maria wieder. Eine Geschichte, die man sich offensichtlich um die Jahrhundertwende des ersten Jahrhunderts erzählt hat. Ob man da geglaubt hat, dass das historisch so passiert sei oder nicht, ist unerheblich. Es ist eine Erzählung, die virulent war. Und diese Erzählung spiegelt wieder, man wusste damals schon um die Besonderheit der Gottesgebärerin, von der Paulus 40, 50 Jahre zuvor noch gesagt hat, von einer Frau wurde er geboren. Der kannte noch nicht mal den Namen. Der sagt auch nicht Jungfrau, der sagt einfach, er wurde geboren. Mehr hat den Paulus nicht interessiert. 60, 70, 80 Jahre später reflektiert man schon, wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann muss etwas Besonderes auch um die Frau sein, die ihn zur Welt gebracht hat. Und da entsteht eine solche Geschichte, die jenseits der Frage der Historizität, die wir heutigen ja gar nicht mehr beantworten können in diesem Sinne, einfach das Zeugnis ablegt, diese Maria war von Anfang an ausersehen, das Tor Gottes zur Welt zu sein. Dieser Topos durchzieht das gesamte Brotevangelium des Jakobus. Josef kommt ins Spiel, Maria ist ein Mädchen, das im Tempel seinen Dienst versieht. Josef und Maria begegnen sich da, Maria wird dem Josef zugelost, Maria ist plötzlich schwanger. Josef, ein älterer Herr, ist in heller Panik, was sollen die Leute wohl denken, ich, alter Mann, soll mit diesem jungen Mädchen etwas angefangen haben. Sehr menschlich erzählt. Aber immer unter diesem Signum, hier geschieht Außergewöhnliches. Hier ist Gott am Werk, der Plan Gottes. Und so erzählt das Brotevangelium des Jakobus dann auch von der Geburt Jesu. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Lukas ja schon von einer Jungfrau schreibt. In seiner Verkündigungsszene, wo Gabriel zu Maria kommt, betont er ausdrücklich, und Maria war Jungfrau. In der neuen Einheitsübersetzung, die jetzt gerade vor einigen Wochen veröffentlicht worden ist, wird das ja geradezu gefeiert, dass man an bestimmten Stellen nicht mehr Jungfrau, sondern junge Frau schreibt. Als wenn das das Problem lösen würde. Es löst gar nichts. Weil als junge Frau ein Mädchen geschrieben wurde, das gerade ins Heiratsalter gekommen war, in heiratsfähige Alter gekommen ist, damals 12, 13 Jahre alt. Man kann davon ausgehen, dass ein Mädchen in diesem Alter auch noch Jungfrau war. Es löst überhaupt nicht diese Übersetzung. Das ist so eine Scheinlösung für ein Problem, mit dem sich der Theologe und die Welt herumschlägt. Ja? Jetzt bekommt diese Jungfrau ja ein Kind, dessen Zeugung sich auf wunderbare Weise ereignet.
Und die Kirche, die römisch-katholische Tradition, bekennt bis heute, dass sie vor, während und nach der Geburt Jungfrau war. Medizinisch natürlich eine deutliche Herausforderung an das Denken. Aber es geht nicht um Medizin oder Biologie. Es geht um ein Glaubenszeugnis, dieser Jesus von Nazareth ist Gottes Sohn. Das ist das eine. Das zweite ist, in der Tradition haben wir einen Marienhymnus, der in der Advents- und Weihnachtszeit gesungen wird. Da wird von der Virgo Prius ac Posterius gesungen. Also im Stundengebet, in der Vesper, in der Advents- und Weihnachtszeit, betont man das die ganze Zeit, dass sie vor und nach der Geburt Jungfrau war. Wie kommen wir dazu? Indem wir einen Blick in das Brotevangelium des Jakobus werfen. Dort heißt es unter dem Kapitel 19 folgendermaßen. Ich fange im Kapitel 18 an, denn Maria und Josef befinden sich jetzt in Bethlehem. Hier ist nicht von einem Stall die Rede, sondern von einer Grotte oder einer Höhle. Und Josef ist tendenziell überfordert, er weiß nicht, was jetzt passiert. Das heißt, er braucht eine Hebamme. Die findet er auch. Und da nimmt folgende Geschichte ihren Lauf. Und er, Josef, fand dort eine Höhle und führte sie hinein und ließ seine Söhne bei ihr stehen und ging hinaus, um eine hebräische Hebamme in der Gegend von Bethlehem zu suchen. Ich aber, Josef, seine Nebenbemerkung, die es da gibt, ich aber, Josef, ging umher und ging doch nicht umher. Und ich blickte hinauf zum Himmelsgewölbe und ich sah es stillstehen und ich blickte hinauf in die Luft und sah die Luft erstarrt und die Vögel des Himmels unbeweglich bleiben. Und ich blickte auf die Erde und ich sah eine Schüssel stehen und Arbeiter darum gelagert und ihre Hände an der Schüssel. Aber die Kauenden kauten nicht und die etwas aufhoben, hoben nichts auf und die etwas zum Mund führten, führten nichts zum Mund. Sondern alle hatten das Angesicht nach oben gerichtet. Und siehe, Schafe wurden umhergetrieben und kamen doch nicht vorwärts, sondern standen still. Und der Hirte erhob die Hand, sie mit dem Stecken zu schlagen, aber seine Hand blieb oben stehen. Und ich blickte auf den Lauf des Flusses und ich sah die Mäuler der Böcke darüber liegen und nicht trinken. Dann aber ging alles auf einmal wieder seinen Gang. Und er findet eben die Hebamme. Und siehe, eine Frau stieg vom Berge herab und sprach zu mir, Mann, wohin gehst du? Und ich sprach, ich suche eine hebräische Hebamme. Und sie antwortete, bist du aus Israel? Und ich sprach zu ihr, ja. Sie aber sprach, und wer ist die, die in der Höhle gebiert? Und ich sprach, meine Verlobte. Und sie sprach zu mir, sie ist nicht deine Frau. Und ich sprach zu ihr, es ist Maria, die im Tempel des Herrn aufgezogen wurde, und ich bekam sie durchs Los zur Frau. Und doch ist sie nicht meine Frau, sondern ihre Empfängnis ist aus dem Heiligen Geist. Und die Hebamme sprach zu ihm, ist das wahr? Und Josef sprach zu ihr, komm und sieh. Machen wir eine kleine Zäsur. Sie merken, auch der Autor des Brotevangeliums Jakobus ist kein Blindglaubender, sondern er weiß um die Herausforderungen, die diese Geschichten mit sich bringen an den Intellekt des Menschen. Die Menschen im ersten Jahrhundert waren nicht döver als wir heute. Die haben genau dieselben Fragen gestellt. Und jetzt ist ja die Frage, wie bringt man denn einen Beweis für eine Jungfrauengeburt herbei, indem man eine Prüfung vollzieht. Und dafür braucht man Fachpersonal. Und diese Geschichte kommt jetzt. Und die Hebamme ging mit ihm und sie traten an den Ort der Höhle und siehe, eine lichte Wolke überschattete die Höhle. Und die Hebamme sprach, erhoben ist heute meine Seele, denn meine Augen haben Wunderbares gesehen, denn Israel ist das Heil geboren. Erinnern Sie sich an den Simeon vorhin? Der zitiert hier diese Stelle aus dem Simeon, legt sie aber der Hebamme in den Mund. Und sogleich verschwand die Wolke aus der Höhle und ein großes Licht erschien in der Höhle, sodass es die Augen nicht ertragen konnten. Kurz darauf zog sich jenes Licht zurück, bis das Kind erschien und es kam und nahm die Brust von seiner Mutter Maria. Also eine wunderbare Geburt, ohne Schmerz, ohne Schrei, ohne Blut, ein Licht kommt und das Kind ist da. Und die Hebamme schrie auf und sprach, was für ein großer Tag ist das heute für mich, dass ich dies nie dagewesene Schauspiel gesehen habe. Und die Hebamme kam aus der Höhle heraus und es begegnete ihr Salome. Und sie sprach zu ihr, Salome, Salome, ich habe dir ein nie dagewesenes Schauspiel zu erzählen. Eine Jungfrau hat geboren, was doch ihre Natur nicht zulässt. Und Salome sprach, so wahr der Herr mein Gott lebt, wenn ich nicht meinen Finger hinlege und ihren Zustand untersuche, so werde ich nicht glauben, dass eine Jungfrau geboren hat. Völlig moderne Diskussion. Wie kann das sein? Ist doch nur Märchenstunde.
Wir haben hier Fachpersonal. Zwei Hebammen unterhalten sich. Die eine ist Augenzeugin gewesen von Ereignissen, die sie fachlich nicht fassen kann, aber sie hat es gesehen. Jetzt kommt eine zweite Hebamme dazu, die es nicht glauben kann, was die erzählt. Ist doch reine Fantasterei. Sie möchte ihre Finger hinlegen. So wie gut 30 Jahre später ein gewisser Thomas nicht glauben kann, bevor er nicht seinen Finger in die Wunden gelegt hat. Das ist eine andere Geschichte, dass er es nicht wirklich hat. Was nämlich passiert, wenn man mit der Ewigkeit in Berührung kommt, erfahren wir jetzt. Und die Hebamme, Salome, ging hinein und sprach: Maria, lege dich bereit, denn ein nicht geringer Streit besteht um dich. Und als Maria dies hörte, legte sie sich bereit und Salome legte ihren Finger hin zur Untersuchung ihres Zustandes und sie erhob ein Wehgeschrei und sprach: Wehe über meinen Frevel und meinen Unglauben, denn ich habe den lebendigen Gott versucht und siehe, meine Hand fällt von Feuer verzehrt von mir ab. Die Salome hat also das Hymen untersucht. Der Text ist alles andere als prüde. Sie hat also nachgeguckt, so wie der Thomas hätte berühren können, und weil sie nicht geglaubt hat, weil sie quasi mit der Ewigkeit in Berührung gekommen ist, verdorrt ihr jetzt quasi die irdische Hand. Und Salome beugte ihre Knie vor dem Herrn und sprach: Gott meiner Väter, gedenke meiner, denn ich bin Abrahams, Isaaks und Jakobs Same. Stelle mich nicht an den Pranger vor den Söhnen Israels, sondern gib mich den Armen wieder, denn du weißt, Herr, dass ich deinem Namen meine Dienste erfülle und meinen Lohn von dir empfangen habe. Und siehe, da stand ein Engel des Herrn vor Salome und sprach zu ihr: Salome, Gott der Herr hat dein Gebet erhört. Strecke deine Hand aus zu dem Kind und berühre es, so wird dir Heilung und Freude geschehen. Und voller Freude kam Salome zu dem Kind, berührte es und sprach: Ich will es anbeten, denn in ihm ist Israel ein großer König geworden. Und Salome wurde sofort geheilt, wie sie es erbeten hatte, und sie ging aus der Höhle heraus. Und siehe, ein Engel des Herrn rief: Salome, Salome, verkünde, was du Wunderbares gesehen hast, bis der Knabe nach Jerusalem kommen wird. Eine Geschichte im 2. Jahrhundert erzählt, die die ganzen Zweifel an der Jungfrauengeburt reflektiert, die Fachpersonal ins Spiel bringt, was die ganze Geschichte nicht wirklich in diesem Sinne der Jungfrauengeburt quasi löst, die Schwierigkeiten löst, aber doch dem Ganzen einen Hauch von Faktizität angedeihen lässt, der so groß ist, dass diese Geschichte, die aus einem Apokryphen keinen biblischen Text stammt, in der christlich bildenden Kunst enorme Auswirkungen gefunden hat. Wir haben hier eine Elfenbeinschnitzerei des Bischofsstuhls aus Ravenna. Und auf dieser Elfenbeinschnitzerei sehen Sie oben die klassische Szene: Kind in der Krippe, Ochs und Esel daneben, die übrigens in der Bibel ja auch nicht auftauchen. Die kommen aus einem anderen Apokryphentext, dem Pseudo-Evangelium des Matthäus. Daneben steht Josef. Unten sehen Sie zwei Frauen, Maria, die dort auf gebettet liegt, und daneben eine Frauengestalt, die der Maria eine offenkundig schmerzende Hand hinhält. Das ist die Salome. Wir haben auf einem Bischofsstuhl eine Szene aus einem apokryphen Evangelium gemalt, denn dieser Text ist ja ein Bekenntnistext zur Jungfräulichkeit Mariens vor, während und nach der Geburt, wie sie auf orthodoxen Ikonen auch immer dargestellt wird. Da hat die Maria ja drei Sterne auf dem Kopf, auf der linken Schulter, auf der rechten Schulter. Man sieht oft nur zwei, weil das Kind den dritten Stern verbirgt. Diese drei Sterne stehen eben auch für die Jungfräulichkeit Mariens, der Gottesgebärin vor, während und nach der Geburt. Eine andere Szenerie, die das Brotevangelium des Jakobus, insbesondere die Geburtserzählung darstellt, haben wir auf diesem Bild. Da war ja von einer lichten Wolke die Rede. Wenn Sie mal an den oberen Rand des Bildes schauen, dann sehen Sie, dass da so etwas noch über die Berggipfel strahlt, was sich zurückzieht. Das ist diese lichte Wolke, von der der Evangelist aus dem Brotevangelium des Jakobus berichtet. Das hat der Künstler dieses Bildes also in Szene gestellt. Und unten sehen Sie wieder Maria kniend vor dem Knaben, der hier doch relativ erbarmungslos und nackt auf dem Boden liegt. Keine Krippe, kein Nichts. Es scheint fast so, als habe die Hebamme ihn vor Schreck fallen lassen. Der ist noch nicht mal gewickelt oder etwas. Der liegt da völlig nackt auf dem Boden. Am rechten Bildrand sehen Sie wieder zwei Frauen. Die etwas im Vordergrund stehende Frau, die uns den Rücken zuwendet, ist die erste Hebamme, die voll Staunen noch auf diesen neugeborenen
Jungen verweist. Und die Frau, die uns anguckt am rechten Bild, hält wieder diese Hand so etwas schmerzverzerrt hin. Das ist wieder unsere Salome. Also haben wir hier ein Bild, ein christlich-kirchliches Kunstwerk, das das doch so furchtbar geheime und gefährliche Brot Evangeliums Jakobus in Szene setzt, wie sie auch sonst auf vielen mittelalterlichen Darstellungen neben der Maria häufig eine Frauengestalt sehen, die die Hand unter der Decke hat. Es ist eben jene Hebamme Salome, die als Zeugin für die Jungfräulichkeit Mariens da steht. Wie gesagt, spätestens an dieser Stelle ist diese ganze Diskussion um junge Frau perdu. Der Skandal der Jungfrauengeburt bleibt uns erhalten. Wir kommen an dieser Geschichte so ohne weiteres nicht vorbei. Wobei man sagen muss, wenn wir in das Glaubensbekenntnis hineinschauen, dann ist die Jungfräulichkeit Mariens vor allen Dingen eine Theologik. Jenseits der Frage nach Medizin und Biologie eine Theologik. Wenn Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dann hat er quasi die Menschlichkeit von der einen elterlichen Seite und die Göttlichkeit von der anderen göttlichen Seite. Nur ist bei uns Menschen immer klar, zumindest bevor es künstliche Befruchtung und Ähnliches gab und Leihmütterschaften, es ist immer klar, wer die Mutter eines Kindes ist. Denn diese Mutter hat dieses Kind gerade geboren. Ob der Mann, der daneben steht, auch tatsächlich der Vater ist, ist wünschenswert, aber nicht sicher. Die Evolution hat uns da etwas angedeihen lassen. Sie müssen mal darauf achten, wenn Sie Familien mit neugeborenen Kindern sehen, dann ist der Reflex, den wir haben, eigentlich immer, sieht ganz aus wie der Vater. Weil man den Vater natürlich in Sicherheit wiegen will. Ja, ganz selten höre ich, dass man sagt, ganz die Mutter. Die Leute sagen immer, ganz der Vater. Es ist halt sicher, wer hat das Kind geboren? Diese Frau ist Mutter. Nur ist Maria zweifelsohne eine Menschin. Jesus hat also seine menschliche Seite über die mütterliche Linie erhalten. Ergo muss er, wenn er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, die göttliche Natur über die väterliche Linie erhalten haben. Wenn Gott der Vater ist, kann keine Zeugung im menschlichen Sinn stattgefunden haben, zumindest nach theologischen Maßstäben. Deshalb wird von einer Jungfrauengeburt geredet. Die Jungfräulichkeit Mariens sagt in der Tat mehr über göttlich und Menschlichkeit in Jesus aus, als über den biologischen Zustand der Maria, über den wir de facto heute gar nichts sagen können und wollen. Es geht darum, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, und von hierher kann und darf man auch die Geschichte aus dem Brotevangelium des Matthäus verstehen. Jetzt ist Jesus ja zur Welt gekommen, und jetzt ist ja die Frage, wie ist so ein Sohn Gottes unterwegs, wenn er so Kind ist? Wie war der so drauf? Da gibt es einen wunderbaren apokryphen Text, nämlich das Kindheitsevangelium des israelitischen Philosophen Thomas. Und der hat sich doch tatsächlich viele Gedanken gemacht, wie ist der Knabe Jesus denn so unterwegs gewesen? Und da möchte ich Ihnen doch ein paar herzzerreißende Begebenheiten erzählen, von denen Sie sehr schnell feststellen werden, die haben hohen Unterhaltungswert, sie sind sehr beschaulich. Sie erzählen natürlich von einem Knaben, der göttliche Kräfte hat, aber eigentlich ist jedem klar, das ist so nicht passiert. Und doch steckt Wahrheit da drin, denn hier wird die Göttlichkeit Jesu bekannt. Dieser weise Mann aus Israel schreibt Folgendes. Als dieser Knabe Jesus 5 Jahre alt geworden war, spielte er an einer Furt eines Baches. Das vorbeifließende Wasser leitete er in Gruben zusammen und machte es sofort rein. Mit dem bloßen Worte gebot er ihm, ist klar, so als Sohn Gottes reicht das bloße Wort, dass Dinge passieren. Er bereitete sich weichen Lehm und bildete daraus 12 Sperlinge. Es war Sabbat, als er dies tat. Auch viele andere Kinder spielten mit ihm. Als nun ein Jude sah, was Jesus am Sabbat beim Spielen tat, ging er sogleich weg und meldete dessen Vater Josef: Siehe, dein Knabe ist am Bach. Er hat Lehm genommen, 12 Vögel gebildet und hat den Sabbat entweiht. Als nun Josef an den Ort gekommen war und es gesehen hatte, da herrschte er ihn an: Weshalb tust du am Sabbat, was man nicht tun darf? Jesus aber klatschte in die Hände und schrie den Sperlingen zu: Fort mit euch! Die Sperlinge öffneten ihre Flügel und flogen mit Geschrei davon. Als aber die Juden das sahen, staunten sie, gingen weg und erzählten ihren Ältesten, was sie Jesus hatten tun sehen. Erstmal finden wir in diesem kleinen Abschnitt einen Topos, den wir auch in den Evangelien häufig finden. Jesus tut am Sabbat etwas, was man eigentlich nicht tun darf. Das ist etwas, das ist aus den Evangelien vertraut, das Ehrenraufen am Sabbat und so weiter und so weiter. Gleichzeitig erfahren wir etwas, was der Vater Jesu, Gott,
mit dem Adam gemacht hat. Er hat aus Lehm einen Menschen gebildet und haucht diesen Menschen Leben ein. Für einen großen Adam reicht es beim kleinen Jesus noch nicht, aber mit 12 kleinen Sperlingen kann man ja schon mal anfangen zu üben. Es wird hier eine kleine Schöpfungsgeschichte erzählt. Mit deutlichem Humor, charmant, wird hier deutlich gemacht, in Jesus ist die Schöpfungskraft Gottes wirksam. Freilich muss der Knabe Jesu noch ein bisschen üben und lernen, mit diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten umzugehen. Was nämlich passiert, wenn man da überschießt, erfahren wir jetzt. Der Sohn des Schriftgelehrten Annas aber stand dort bei Josef. Er nahm einen Weidenzweig und brachte damit das Wasser, das Jesus zusammengeleitet hatte, zum Abfließen. Als Jesus sah, was geschah, wurde er aufgebracht und sprach zu ihm, du Frecher, du Gottloser, du Dummkopf, was haben dir die Gruben und das Wasser zuleide getan? Siehe, jetzt sollst auch du wie ein Baum verdorren und weder Blätter noch Wurzeln noch Frucht tragen. Und alsbald verdorrte jener Knabe ganz und gar. Da machte Jesus sich davon und ging in das Haus Josefs. Die Eltern des Verdorrten aber trugen diesen sein Jugendalter beklagend weg, brachten ihn zu Josef und machten ihm Vorwürfe, solch einen Knaben hast du, der so etwas tut. Auf das bloße Wort Jesu hin, der sich geärgert hat, wie Kinder sich nur halt zanken, stirbt dieser Junge. Und die Eltern haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, so einen Jungen hast du. Also ich wäre als Vater außer Rand und Band, wenn meinen Kindern so etwas passiert wäre. Also es ist doch ein merkwürdiges Verhalten der Eltern des hier gerade eben Verstorbenen. Gleichzeitig merkt man, um diesen Jesus ist ein Geheimnis. Das ist etwas ganz Besonderes. Hernach ging er abermals durch das Dorf. Da stieß ein heranlaufender Knabe an seine Schulter. Jesus wurde erbittert und sprach zu ihm, du sollst auf deinem Weg nicht weitergehen. Sogleich fiel der Knabe hin und starb. Einige aber, die sahen, was geschah, sagten, woher stammt dieser Knabe, dass jedes Wort von ihm geradefertige Tat ist? Da kamen die Eltern des Verstorbenen zu Josef, schalten ihn und sagten, da du so einen Knaben hast, kannst du nicht mehr mit uns im Dorfe wohnen oder lehre ihn zu segnen und nicht zu fluchen, denn er tötet unsere Kinder. Das reine Wort wirkt. Und Jesus muss lernen, mit seinen Kräften umzugehen. Er soll eben nicht fluchen, sondern er soll segnen. Aber was macht man mit so einem Fünfjährigen? So normale Fünfjährige, die Sie hier bei uns sehen, die schreien im Edeka oder im Einkaufsladen, Lidl, Aldi, Netto, an der Quengelzone werfen die sich auf den Boden, die tun alles, die hören nur nicht auf ihre Eltern. Die wollen ihren Willen durchkriegen, mal sehen, ob Josef mit seiner Strategie erfolgreich ist. Da rief Josef den Knaben beiseite und wies ihn mit den Worten zurecht, warum tust du solche Dinge, dass diese Leute leiden müssen, uns hassen und verfolgen? Jesus aber antwortete, ich weiß, dass diese Worte nicht die deinen sind, trotzdem will ich deinetwegen schweigen. Jene aber sollen ihre Strafe haben. Ziemlich trotzig. Kann man nur, ja, das ist eine Ansage, ne? Von einem Fünfjährigen. Und alsbald erblindeten die, welche ihn angeklagt hatten, die es sahen, gerieten in große Furcht, waren ratlos und sagten über ihn, jedes Wort, das er redet, ob gut oder böse, war eine Tat und wurde zum Wunder. Als Josef sah, dass Jesus so etwas tat, stand er auf, nahm ihn beim Ohr und zupfte ihn gehörig. Der Knabe aber ward ungehalten und sagte zu ihm, genug, dass du suchst und nicht findest und höchst unweise hast du gehandelt. Weißt du nicht, dass ich dein bin? So betrübe mich nicht. Ziemlich frech, ziemlich ungehörig, sein Jesus. Danach erzählt der Text uns eine Begebenheit, wie Jesus zu seinem Lehrer Zachäus kommt und der Lehrer ihm Lesen und Schreiben beibringen will. Aber Jesus, der Sohn Gottes, der ja als 12-Jähriger selbst den Lehrern im Tempel überlegen ist, der kennt natürlich schon alle Buchstaben. Er kann sogar den Sinn der Buchstaben erklären. Er erklärt nämlich, warum der hebräische Buchstabe Aleph heißt. Aleph ist das hebräische Wort für Stier und der urhebräische Buchstabe für Aleph sah tatsächlich, hatte könnte eine Strichzeichnung von einem Stier sein. Und so erklärt jetzt der Knabe Jesus im zarten Alter von fünf Jahren seinem Lehrer Zachäus den Sinn der Buchstaben. Also auch da merkt man, er ist schon längst eigentlich jenseits von Gut und Böse. Und er weiß um diese Dinge, muss das jetzt von Jesus lernen. Jesus ist allen überlegen. Das überspringen wir jetzt, denn wir haben jetzt schon einige Tote, die den Weg Jesu pflastern. Und so kann es ja letzten Endes nicht bleiben. Und nach einigen Tagen spielte Jesus auf einem Dach auf dem Söller und einer von den Knaben, die mit ihm spielten, stürzte vom Dach herunter und starb.
Und als das die anderen Kinder sahen, flohen sie und Jesus blieb allein dort stehen. Ja, ist klar. Jetzt kann er ausnahmsweise mal nichts dafür. Aber man hat ja von diesem Jesus schon so einiges gehört. Er war in der Nähe, also scheint er seine Finger wieder im Spiel gehabt zu haben. Da kamen die Eltern des Gestorbenen und beschuldigten ihn: Du hast ihn heruntergeworfen. Und Jesus antwortete ihm: Ich habe ihn nicht heruntergeworfen. Jene aber wollten gegen ihn tätlich werden. Da sprang Jesus vom Dach herab und stand bei der Leiche des Knaben und rief mit lauter Stimme: Zenon, so hieß er nämlich, stehe auf und sage mir, hab ich dich heruntergeworfen? Und er stand sofort auf und sagte: Nein, Herr, du hast mich nicht heruntergeworfen, vielmehr mich auferweckt. Und die, sie es sahen, erschraken. Die Eltern des Knaben aber priesen Gott über das geschehene Wunder und fielen vor Jesus nieder. Den bringt er jetzt also zurück ins Leben. Und so wird es auch den anderen Knaben ergehen. Alles wird gut werden. Sie merken sofort an dieser Geschichte, warum die nicht in einer Bibel stehen. Das sind natürlich wunderbare Geschichten, die man sich sehr deutlich vorstellen kann, wie man die sich so erzählt hat. Die haben einen tieferen Gehalt. Jesus ist Gott und Mensch. Aber gleichzeitig so skurril und so abwegig, dass solche Texte natürlich gerade nicht in der Heiligen Schrift stehen können. Wir gehen noch einen Schritt weiter und machen damit gleichzeitig einen Sprung um mehrere Jahrhunderte nach vorne. Wir befinden uns jetzt im 6., 7. Jahrhundert und zwar in Hispanien, da wo heute Spanien ist. Da wird ein Text aufgeschrieben, den wir heute als Pseudo-Matthäus kennen. Der heißt deshalb Pseudo-Matthäus, weil er in seinen Kindheitsgeschichten, die auch eher um das Weihnachtsereignis herum ranken, sich an Matthäus anlehnt und die Leerstellen, die der Matthäus in seinen Erzählungen hat, quasi auffüllt. Bei Pseudo-Matthäus etwa finden wir den Hinweis, folgenden Hinweis: Am dritten Tage nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus trat die seligste Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein und legte ihren Knaben in eine Krippe. Und Ochs und Esel beteten ihn an. Da erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja verkündet ist, der sagt: Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. So beteten sogar die Tiere, Ochs und Esel, ihn ständig an, während sie ihn zwischen sich hatten. Da erfüllte sich, was durch den Propheten Habakuk verkündet ist, der sagt: Zwischen zwei Tieren wirst du erkannt. Josef blieb am gleichen Ort mit Maria drei Tage. Sie sehen an dieser Geschichte, da kommen Ochs und Esel an unserer Krippe her. Wieder ein Apokrypher. Kein biblischer Text, der sich in unseren Krippendarstellungen bis heute auswirkt. Dass wir Ochs und Esel an der Krippe stehen haben, kommt ja nicht aus der Bibel, sondern letzten Endes von diesem Pseudo-Matthäus her, der aber ansonsten jetzt quasi Legenden über das Leben der jungen Familie in Ägypten erzählt. Wir haben bei Matthäus im Evangelium nur gehört, er ist nach Ägypten gegangen und dann von Ägypten nach Nazareth gezogen. Was aber da in Ägypten passiert ist, erfahren wir im Matthäus-Evangelium nicht, möchten wir doch aber eigentlich gerne wissen. Und so hat der Autor des Pseudo-Matthäus-Evangeliums in Spanien einige Geschichten aufgeschrieben, die wird er nicht erfunden haben, sondern er wird Geschichten gesammelt haben, die im Umlauf sind. Unter anderem eine Geschichte, die wir als Palmbaumlegende kennen. Und diese Palmbaumlegende ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zeitgleich, mehr oder weniger zeitgleich, wird diese Geschichte von einem Menschen namens Mohammed in Mekka aufgeschrieben. Sie befindet sich im Koran und sie berichtet denselben Sachverhalt wie Pseudo-Matthäus mit einem kleinen Unterschied. Für Pseudo-Matthäus wird hier der Messias geboren, während für Mohammed da der Prophet Isa ben Maria geboren wird. Es ist aber eine Geschichte, die wir im östlichen Bereich des Mittelmeeres, wo heute Saudi-Arabien ist, wo die verschriftlicht wird, in christlicher Weise im westlichen Bereich des Mittelmeeres. Diese Geschichte ist insofern interessant, als dass sie natürlich auch zeigt, auch der Koran ist in diesem Sinne nicht vom Himmel gefallen, sondern er verarbeitet vorgängige Traditionen, die halt im Umlauf waren. Es ist für den christlich-islamischen Dialog deshalb von besonderer Bedeutung gerade diese Geschichte. Zum einen, weil wir hier tatsächlich sowohl aus christlicher als auch aus islamischer Sicht wenigstens eine Erzählung haben, wo wir eine gemeinsame Basis haben. Zum anderen aber könnte man darüber auch ins Gespräch kommen, in welcher Weise reden wir denn von heiligen Texten als Wort Gottes? In welcher Weise sind sie Wort Gottes? Also ein apokrypher Text, der tatsächlich zum Ausgangspunkt für einen Verständigungsdialog werden könnte. Gleichzeitig ist auch dieser Text in der christlichen Tradition höchst wirksam gewesen, wie wir gleich sehen werden, nämlich sowohl
was die bildende Kunst angeht, als auch was die Tatsache angeht, dass wir Tannenbäume an Weihnachten in unsere Wohnung stellen. Und schließlich ist insbesondere das englische Weihnachtsliedgut von dieser Geschichte massivst beeinflusst worden. Ich trage Ihnen jetzt zuerst einmal die Erzählung der Palmbaumlegende in der Vision des Pseudo-Matthäus-Evangeliums vor. Am dritten Tag ihrer Reise, es geht um die Reise nach Ägypten, während sie weiterzogen, traf es sich, dass die selige Maria von der allzu großen Sonnenhitze in der Wüste müde wurde. Und als sie einen Palmbaum sah, sagte sie zu Josef: Ich möchte im Schatten dieses Baumes ein wenig ausruhen. So führte Josef sie denn eilends zur Palme und ließ sie vom Lasttier herabsteigen. Als die selige Maria sich niedergelassen hatte, schaute sie zur Palmkrone hinauf und sah, dass sie voller Früchte hing. Da sagte sie zu Josef: Ich wünschte, man könnte von diesen Früchten der Palme holen. Jesus aber sprach zu ihr: Es wundert mich, dass du dies sagst, denn du siehst doch, wie hoch diese Palme ist, und es wundert mich, dass du auch nur daran denkst, von den Palmfrüchten zu essen. Ich für meinen Teil denke eher an den Mangel an Wasser, das uns in den Schläuchen bereits ausgeht, und wir haben nichts, womit wir uns und die Lasttiere erfrischen können. Machen wir eine kleine Pause in der Geschichte. Wir stellen uns vor, Josef ist da zum Vater eines Kindes geworden, das offenkundig nicht von ihm stammt. Er hat durch dieses Kind bisher nur Probleme gehabt. Er muss sogar seine Heimat verlassen, nach Ägypten gehen. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ihm schlicht und ergreifend die Hutschnur durchgeht. Jetzt möchte Maria gerne Palmfrüchte essen. Die hängen natürlich ein paar Meter hoch. Er müsste auf die Palme raufklettern, die runterholen. Dabei hat er letztendlich noch nicht mal mehr Wasser in den Schläuchen. Und jetzt, das ist jetzt so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ihm platzt die Hutschnur. Oder wie es in dem englischen Weihnachtslied gleich heißen wird, Joseph flew in anger. Er wird ärgerlich. Es reicht. Der Vater des Kindes soll gefälligst jetzt das Seine tun. Da geschieht Folgendes. Da sprach das Jesuskind, das mit fröhlicher Miene in seiner Mutter Schoß saß, zur Palme: Neige, Baum, deine Äste, und mit deiner Frucht erfrische meine Mutter. Und alsbald senkte die Palme auf diesen Anruf hin ihre Spitze bis zu den Füßen der seligen Maria, und sie sammelten von ihr Früchte, an denen sie sich alle labten. Nachdem sie alle ihre Früchte gesammelt hatten, verblieb sie aber in gesenkter Stellung und wartete darauf, sich auf den Befehl dessen wieder aufzurichten, auf dessen Befehl sie sich gesenkt hatte. Da sprach Jesus zu ihr: Richte dich auf, Palme, werde stark und geselle dich zu meinen Bäumen, die im Paradies meines Vaters sind. Und erschließe unter deinen Wurzeln eine Wasserader, die in der Erde verborgen ist, und die Wasser mögen fließen, damit wir aus ihr unseren Durst stillen. Da richtete sie sich sofort auf, und eine ganz klare, frische und völlig helle Wasserquelle begann an ihrer Wurzel zu sprudeln. Als sie aber die Wasserquelle sahen, freuten sie sich gewaltig, und sie löschten ihren Durst, sie selber, alle Lasttiere und alles Vieh. Dafür danken sie Gott. Wieder so eine Wundergeschichte. Der neugeborene Knabe, der natürlich schon sprechen kann, welch Zweifel könnte man daran haben. Auf dessen Wort hin neigt die Palme sich zur Erde. Maria kann ihren Hunger daran stillen und natürlich neigt die Palme sich zurück. Von Josef hören wir ja nicht mehr. Aber wie mag der geguckt haben, der vorher noch gesagt hat, wie kannst du bloß daran denken, und dann auf das bloße Wort Jesu hin, Josef tut die Palme das ihre und neigt sich zur Erde. Wie muss Josef dagestehen haben, der jetzt erkennt, er hat sich letzten Endes wieder mal mit Gott angelegt. Eine wunderbare Geschichte, die wir so eben auch im Koran haben. Da gibt es auch dieses Palmlegendenwunder. Und oh Wunder, auch diese Geschichte hat in der christlich bildenden Kunst ihre ganz eigenen Blüten getrieben. Wir finden auch sehr, sehr vielen Bildern, die gerade von der Flucht nach Ägypten berichten. An manchen Varianten tauchen diese Bilder aber auf dem Weg nach Bethlehem auf, wenn man die lukanische Version gemalt hat. Da befindet sich in der Nähe Mariens mit dem Esel, hier natürlich, weil es um die Flucht nach Ägypten geht, mit dem Neugeborenen auf dem Arm. Wenn man die lukanische Version malt, sind die auf dem Weg nach Bethlehem. Dann ist Jesus natürlich noch nicht geboren. Manchmal spricht er dann aber auch aus dem Bauch seiner Mutter heraus. Finden wir so einen krummen Baum, wie hier quasi über dem Haupt der Maria wir diese krumme Palme haben. Das ist eben jene Palme, von der Pseudo-Matthäus erzählt. Finden wir auf sehr, sehr vielen Krippendarstellungen diesen krummen Baum, wo man sehen kann, wieder apokrypher Text, große Wirkung.
So geheim und verborgen und gefährlich können diese Texte also nicht gewesen sein. Ganz im Gegenteil. Die Tatsache, dass wir Tannenbäume aufstellen, geht unter anderem auch auf diese Palmbaumlegende zurück. In der Ermangelung von Dattelpalmen, die in unserer Region halt nicht gedeihen, nehmen wir das, was bei uns immer grün ist, sind halt Tannenbäume, die wir dann in unsere Wohnung holen und dann schmücken, sicherlich auch dann mit Kugeln, die uns an den Paradiesesbaum erinnern. Der Baum, von dem man eben nicht essen durfte, gut und böse, und von dem Jesus uns erlöst hat, von dem Fluch der Gottgetrenntheit, von dem wir in der Osternacht eben singen, o großer Erlöser, o glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Also auch der Tannenbaum kommt nicht einfach aus dem Nichts. Der Tannenbaum ist nicht auch einfach ein Hineinholen heidnischen Brauchtums, wie es manche Angehörige des humanistischen Verbandes meinen und da so Linien ziehen würden. Nein, der Tannenbaum ist letzten Endes ein Bekenntnis zur Gottsohnschaft Jesu, das zurückgeht auf diese apokryphe Schrift. Kann man schimpfen, ist alles nur ein Märchen, aber wer will denn die Märchen einfach über Bord schmeißen? Auch die Märchen, die wir unseren Kindern erzählen, weiß jeder, die sind nicht so passiert. Und doch bergen sie eine innere Wahrheit. Die innere Wahrheit dieser Erzählung ist ein Bekenntnis zur Gottsohnschaft Jesu, die so wichtig ist, dass die englische Tradition, die anglikanische Tradition, die hervorragende und tolle Weihnachtslieder hervorgebracht hat, ein Lied gerade diesem Ereignis widmet, zahlreich neu interpretiert, etwa von Mr. Sting himself auf einer Weihnachts-CD vor einigen Jahren. Das King's Choir College singt das sogenannte Cherry Tree Carol. Es hat eingefunden in diese Gottesdienstform des anglikanischen Kirche, nein, Carols and Lessons, wo das einen eigenen Platz hat. Und Sie haben gerade schon erfahren, Cherry Tree Carol, Kirschbaumlied. In England wachsen auch keine Dattelpalmen, aber man braucht einen Baum, der Früchte bringt. Apfelbäume sind wegen des Bezuges zur Schöpfungsgeschichte schwierig an der Stelle, wobei die Schöpfungsgeschichte ja gar nicht von Apfelbäumen erzählt. Aber das lateinische Wort malum für böse und Apfel ist nur halt so ein Teekesselchenwort. Und Luther sagt ja deswegen auch, man würde gerne noch einen Apfelbaum pflanzen, selbst wenn die Welt morgen untergehen würde. Dann ist auch mit Augenzwinkern gesagt, also man darf auch heute noch freudig leben und vielleicht auch die eine oder andere Sünde in Kauf nehmen, weil wir halt einen großen Erlöser gefunden haben. Um das zu vermeiden, haben sich die englischsprachigen Weihnachtsdichter vielleicht eines Kirschbaumes bedient. Und da kommt das Cherry Tree Carol heraus. Und wir haben hier seitens der katholischen Citykirche Wuppertal dieses Cherry Tree Carol vor einigen Jahren verfilmt in einem kleinen Animationsfilm, eingesungen von Wuppertaler Musikern hier in der Laurentiuskirche. Und wie dieses Cherry Tree Carol sich in der Wuppertaler Version, dieses englischsprachige Lied, sich in der Wuppertaler Version anhört und vor allen Dingen, wie es ausschaut, das dürfen Sie jetzt quasi abschließend hier erleben. In Österreich heißen ja Tomaten Paradies. Ja. Man meint schon mal, sie wollen damit das Paradiesische, den Apfel, bezeichnen. Könnte sein. Was das jetzt über holländische Tomaten aussagt, wäre man einen eigenen Arm wert. Ob das nicht auch paradiesisch ist. Aber schauen wir mal das Charity Carol an. Ich habe leider jetzt nur den Lautsprecher hier an meinem iPad, aber das wird für unsere Runde hier reichen.
bisschen Pause, ne? Meine Ohren, der Rauch, der flüssig. Während hier das Video noch ausläuft, im Abspann. Sie merken also, das ist ein Lied, das heute noch im englischsprachigen Bereich in Weihnachtsgottesdiensten gesungen wird. Die Apokryphen haben also ihre ganz eigene Wirkung entfaltet. Vor allen Dingen zeigen uns diese Apokryphen-Schriften, die ja doch mit dem Heiligen umgehen, das Heilige auch darstellen, aber doch auf eine sehr menschliche und alltägliche Weise. Angst, Ärger, Unverständnis, Konflikt. Die Fragen an die Jungfräulichkeit Mariens, das sind keine modernen Fragen, die die Menschen erst seit der Aufklärung beschäftigen. Die Altvorderen waren nicht dümmer als wir, die haben genau dieselben Fragen gehabt. Sie haben sich damit auseinandergesetzt und trotzdem darin den eigentlichen Sinn erkannt. Hier ist Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist auch das Thema der nächsten Glaubensinformation in 2 Wochen. Am 25. Januar, abends um 19 Uhr. Geht es dann hier um die Frage, warum sprechen wir von Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott? Weniger aus biblischer Sicht, sondern mehr aus den dogmatischen Überlegungen hinaus, so wie es dann auch auf dem Konzil von Nicäa entsprechend formuliert worden ist. Dann wird meine Kollegin Katharina Nowak mit Ihnen hier den Abend gestalten und darüber nachdenken. Ich hoffe jetzt, dass Sie ein bisschen Freude an diesem Abend hatten, dass es auch für Sie unterhaltsam war. Kommen Sie gut ins Jahr und denken Sie dran, der menschgewordene Gottessohn kommt jeden Tag neu zur Welt, nämlich in Ihnen und mir, und wir sollen seinen Namen in diese Welt hineintragen. In diesem Sinne, alles Gute. Den Film können Sie sich im Internet angucken, auf dem Facebook-Account, glaube ich, jetzt sofort. Morgen stelle ich ihn auf die Homepage und die Bilder, die ich gezeigt habe, und den Film, da lege ich die Links auch auf unsere Homepage, dann können Sie da auch nochmal reinschauen und sich das nachschauen. In diesem Sinne, allen einen guten Abend.